Hallöchen, liebe Schießer-Freunde, ich habe noch mal wieder eine neue Pfeife für euch auf meinem Kanal und zwar die Kaya Inox Tradiflash 2S. Ich musste den Namen ablesen, tut mir leid. Auch ein bisschen als Gedankenstütze habe ich das hier, das Handy hier zu liegen. Nein, genau die habe ich für euch heute auf meinem Kanal. Hier steht sie schon da. Ich würde sagen, wir kommen erst zum Lieferumfang und dann kommen wir zur Pfeife. Und zwar haben wir einmal ein Mundstück mit dazu, wo Kaya draufsteht. Schönes, einfaches, silbernes Mundstück. Dazu ist auch noch ein Silikonschlauch. Den habe ich jetzt halt noch nicht ausgepackt, den schwarzen Silikonschlauch könnt ihr euch vielleicht ja denken. Dann haben wir eine ganz normale Zange dazu, einen Tonkopf mit Sieb ist dazu und dann natürlich die Pfeife mit Bowl. Genau, die Materialien, die hier verwendet wurden, ist Edelstahl, also alles was Silber ist, ist Edelstahl. Dazu Teflon, das ist die Base, also die schwarze Base ist aus Teflon. Teflon kann ich nur aus der Pfanne, egal. Dann natürlich Holz, wie wir sehen, und unten ist noch ein Kunststoffdiffuser dran. Wir haben oben keinen Schliffanschluss, wir haben hier eine Rauch- und Rauchsleeve, sagt man ja mittlerweile dazu, oder so eine Ummantelung. Ist relativ besonders, denn das wurde so ein bisschen bearbeitet, sage ich mal. Also ich denke mal, man ist da irgendwie, man geht da glaube ich mit Strom dran, so macht man das irgendwie. Und dann kommt dann so eine Blitze rein, sag ich mal. Man kann das hier auch so abziehen. Macht halt eigentlich keinen Sinn, aber man kann es abziehen. Hier sind halt so eine Blitze drin in dem Holz. Das blende ich wahrscheinlich euch mal von nahen ein. Und ja, das dann noch geölt oder veredelt, sodass das Holz nicht angegriffen wird. Riecht auch nach Holz. Soll Buchenholz sein. Stand in der Beschreibung. Sehr, sehr schick das Ganze, muss ich sagen. Gibt es auch noch bei einer anderen Pfeife von Kaya. Vielleicht stelle ich auch die einzeln mal vor. Muss ich mal gucken, wenn ich die vorstelle. Da ist das Holz sogar noch ein bisschen dunkler. Aber sieht sehr, sehr cool aus mit dem Blitz. Ich muss zwar sagen, die Seite, die ist ein bisschen schwach so. Die ist ein bisschen mehr. Hier ist das halt krasser so, ne? Man muss dazu sagen, das sind Unikate. Also es ist immer ein Unikat. Ich denke mal, das kriegst du nicht nochmal genauso hin. Also dass es genauso aussieht, weil Holz ist immer ein Produkt, was arbeitet und so. Und wenn man da mit Holz, mit so einem Strom, glaube ich, wird das gemacht, rangeht, fräst sich das oder geht das hier irgendwie so rein und brennt sich so rein. So. Sieht aber ganz geil aus, muss ich sagen. Ja. Dann haben wir dazu, das können wir erstmal wieder drauf machen, haben wir hier einen Schliffanschluss. Der Schliff ist direkt mit dazu, wird ein 18/8 sein von der Größe. Ein Ausblasventil. Ich habe es, glaube ich, ausprobiert. Mich hatte das nämlich jetzt schon bei Instagram jemand gefragt, ob man den auch da drüben verwenden kann. Ja, kann man, aber weiß ich nicht, ob es die Anschlüsse einzeln gibt. Das kann ich euch nicht sagen, also ob man die auf zwei ausrüsten könnte. Ich denke mal, den Anschluss wird es aber einzeln geben. Ist irgendwie so ein Standardgewinde. Und unten noch, können wir auch direkt klären, haben wir das Tauchrohr mit Closed Chamber System, so wie es aussieht, ist eine Steckpfeife, wie ihr gerade gesehen habt, also zum Stecken das Ganze. Und unten ist halt ein Kunststoffdiffuser dran. Genau, warum der aus Kunststoff ist, weiß ich aber auch nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Wie gesagt, ansonsten der Rest Edelstahl, Holz, Teflon. Ja, das sind die Materialien. Und halt unten Glas. Unten haben wir halt eine Steckbowl. Sieht von der Verarbeitung jetzt leider nicht so, ist so das Einzige, was hier so rausfällt. Man sieht halt so leicht gesprenkelt drauf. Ich sag mal, von Weitem sieht man es nicht. Von Weitem sieht es auch schick aus. Man sieht es halt wirklich nur, wenn man von ganz nah rangeht. Ansonsten haben wir hier wieder so einen Strich runter, wo wir einen Wasserstand sehen. Da muss ich sagen, der wäre cooler, wenn der kleiner wäre oder schmaler. Schmaler einfach und nicht so weit nach oben, wenn die mit dem Wasserstand so weit nach oben machen. Also nur eine kleine Bitte an Kaya, ein bisschen schmaler machen bei den Pfeifen, dann wäre das ganz cool. Weil so, klar, also ich sehe den Sinn, weil ich sehe gar nichts, wenn ich da durchgucke. So, also ich gucke so durch und sehe die Kamera nicht. So, also Wasserstand sieht man schwer. Dafür ist ja der Strich klar da, damit man den Wasserstand nämlich sieht. Das finde ich ja auch schlau gemacht, aber ein Stück kleiner wäre der doch noch cooler. Ansonsten, ja, das war es eigentlich zur Pfeife. Achso, was ich noch sagen wollte ist, Pfeife hat eine Gesamthöhe von, ich kann sie auch mal nochmal zusammenstecken, damit man sie auch, das ein bisschen besser aussieht, was ich jetzt sagen will. Und zwar hat die Pfeife eine Gesamthöhe von 70 cm. Man sieht es, glaube ich, schon im Video, dass sie doch relativ sehr hoch ist. Also Gesamthöhe von unten nach oben 70 cm. Der Aschenteller hat einen Durchmesser von 19,5. Ich lese das jetzt hier nur ab, weil es auf der Seite steht. Die Rauchsäule hat alleine eine Höhe von 32 cm, das ist höher als so manche Pfeife. Und zum Steckglas, ganz wichtig, 4,5 cm ist der Durchmesser der Öffnung vom Steckglas. Ist eigentlich eine Norm, ist eigentlich eine Norm. Es gibt welche, die machen jetzt noch, glaube ich, ein bisschen größer. Das ist denn 5 cm Durchmesser. Also wenn ihr ein Glas habt mit 4,5 cm Durchmesser, könnt ihr auch ein anderes Glas verwenden. Nur mal als Beispiel, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist mein Glas von meiner VZ. Ein durchsichtiges Glas und da kann man das ganz einfach auch reinstecken und passt. Also das meine ich halt mit diesem, die universellen, passt auch drauf,
und sieht dann halt so aus mit dem durchsichtigen Glas. Achso, und zu dem Glas, es gibt verschiedenfarbige. Ich habe jetzt, glaube ich, hier auf der Seite das Pinke offen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Farben. Müsst ihr mal im Kaya-Shop gucken. Ich kann ihn euch leider nicht verlinken. Ja. Aber wie gesagt, im Kaya-Shop, kaya-shisha.de, einfach mal da nachgucken nach Inox Tradiflaschen. Da gibt es dann auch verschiedene Bowl-Farben. Und wenn man zum Beispiel mit der Bowl nicht einverstanden ist und die nicht schön findet, kauft man sich zum Beispiel eine Clear Bowl nach oder so. Oder irgendeine andere Bowl, so, die halt 4,5 cm Durchmesser hat. Das ist halt das Geile an Steckpfeifen. Ne? Du kannst dir halt die Bowl aussuchen. Das ist halt das Geile daran. Sind die Bowls eigentlich identisch? Nee, VZ ist ein Stück tiefer, ein Stück höher. Aber sonst, also ist halt so ein, ist halt ein Design, wie es viele machen. So, das ist halt dieses typische Pfeifendesign, Steckbowl. Ja, aber so sieht es halt mit einer Clearbowl aus. Mit einer Clearbowl gefällt mir bei der anderen, die ich habe, mit der, die hat eine Edelstahl-Base, da gefällt mir das mit der Clear besser, statt mit der dunklen. Aber hier passt es schon mit der Silber, ist das, glaube ich, die Silberbowl, da passt es schon mit der dunklen Base. Und die ist halt, die reflektiert, das ist wieder so eine Bowl, so, du, ist halt wie ein Spiegel, ne? Du kannst dich auch drin anschauen. Ich wollte drin schminken sagen, aber das kommt als Kerl, wenn man das sagt, irgendwie nicht so gut. Oder nicht so cool. Wollte jetzt damit keinen angreifen, aber ja. Ich würde sagen, wir bauen den Kopf und dann rauchen wir mit dem Ding mal. So, Freunde, da bin ich wieder. Wasser eingelassen, Kopf gebaut. Wir rauchen diesmal im Kaya-Steinkopf, einfach weil, wow, Kaya-Pfeife, Kaya-Steinkopf. Und kann ich direkt auch noch ein, zwei Worte dazu sagen, weil mich auch einige auf Instagram fragen, wie ich den finde, weil ich den öfters mal benutze. Zum Beispiel auf meiner Tradi. Ich weiß, es ist ein Steinkopf, aber ich habe mir immer noch keinen ordentlichen Tonkopf geholt. Ich finde den nicht verkehrt. Also ich finde ihn auf jeden Fall auch gut. Der nimmt keine Flüssigkeit an. Also ich finde den gut, muss ich sagen. Also ich verlinke, den kann ich in der Beschreibung verlinken über Amazon. Den finde ich echt nicht so verkehrt, muss ich sagen, die Steinköpfe von Kaya. Also, ich hätte gedacht so, ja, aber nichts wird so den Apo topfen, toppen, aber ich finde den auch echt gut. Fällt mir echt gut, wie gesagt. Ne? Ansonsten, drei Kokosholken, wie gesagt, der Kaya-Kopf mit Kaya Camino Sotz. Ich würde mal sagen, wir testen mal den Durchzug, den Anzug. Irgendwie sitze ich eigenartig, ich weiß nicht. Irgendwie, der Tisch ist sehr, sehr nah dran heute. Klar, weil die Pfeife muss sehr, sehr weit hinten stehen, damit man sie komplett sieht. Irgendwie weiß ich nicht. Und jetzt ist mein Arm hier hinten irgendwie so verloren. Weiß nicht, irgendwie sitze ich heute eigenartig. Weiß nicht wieso. Kommen wir jetzt endlich mal auf den Durchzug und auf den Anzug. Die Pfeife reagiert so schnell, das ist verrückt. Also hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell funktioniert oder anspringt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Das meine ich immer vom Anzug. Wie schnell sie halt anspringt, wie doll muss man ziehen. Klar ist auch immer wasserstandsabhängig, aber ich mache mal so einen Wasserstand, wie auch wirklich tutti ist. Jetzt testen wir mal einen Durchzug. Durchzug geht auf jeden Fall klar. Durchzug vom Schätzen her. Er ist so wie... Ah, es ist schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt mittlerweile so viele verschiedene Pfeifen auch geraucht. Es ist sehr, sehr Standard schon, aber auch nicht... Also es geht aber mehr in die leichtere Richtung von Standard. Er ist schon ein sehr, sehr leichter Durchzug. Jetzt nicht übertrieben leicht so. Der hat mir jetzt auch keine Beispielpfeife ein. Ich glaube, eine Suka-Pfeife war mal, die hat einen übertrieben leichten gehabt. Ich würde sagen, der ist so wie die letzte Kaya-Pfeife, die ich mal vorgestellt habe. Es war die Twist, glaube ich, war das Twist. Also die Slice war es nicht, weil die steht auch noch. Aber ich glaube, es war die Twist. Die war das, glaube ich. Also es ist ein ähnlicher Durchzug wie die Twist. Ja, es ist ein Standarddurchzug, der mehr schon Richtung leicht geht. Ja, also so wie ich ihn auch feiere. So wie ich ihn in Ordnung finde. Er könnte noch ein bisschen kräftiger sein, aber er geht auf jeden Fall fit, sag ich mal. Vom Auspusten, da ist nämlich eine interessante Sache. Ja, ist komplett ausgepustet, Closed Chamber System funktioniert. Ich finde, beim Auspusten hat man einen Widerstand. Das ist, was ich neben diesem Strich auf dieser Bowl, die einzige Sache ist, die ich auch mit bemängel, weil das ist, man denkt, da blockiert irgendwas beim Auspusten. Ich weiß nicht, ob man es hört, das ist auch ein sehr, sehr lautes Auspusten. Ich glaube, das liegt daran, weil die Löcher zu schmal sind. Also die Löcher sind sehr, sehr, nicht zu schmal, sind einfach schmal. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann einige gibt, die mal kräftiger auspusten und dann schießt das Wasser nach oben. Kann passieren, weil halt die Luft nicht so schnell entweichen kann. Die kann halt nicht so schnell entweichen und der
geringste andere Widerstand ist Wasser nach oben. Also drückst das Wasser durch die Rauchsäule nach oben. Normales Auspusten ist ja normal möglich. Es ist kein jetzt kräftiger Kritikpunkt, aber ich sag's nur einmal dazu. Vorsicht, da Leute wundern, weil man beim Auspusten schon ein bisschen doller pusten muss, als jetzt bei anderen Pfeifen. Bei anderen Pfeifen legst du den Mund an und pustest schon gefühlt aus. Hier ist es halt wirklich, ich glaube, das waren die Löcher. Ich habe das mal letztens ohne das probiert und da war das nämlich, also klar, da ist ja, hast du dann eigentlich das große Loch. Das ist ohne Problem möglich. Man könnte es eigentlich sogar ohne dem rauchen. Pustet der witzigerweise das nach oben. Aber natürlich mitrauchen, weil bevor man die Kugel verliert, da ist natürlich eine Kugel drin und wenn die nämlich weg ist, kannst du nämlich gar nicht mehr ziehen, Freunde. Ne? Ja, was gibt es zur Pfeife zu sagen? Also so im Endeffekt, Verarbeitung geht auf jeden Fall klar, außer das an der Bowl. Das sieht halt nicht ganz so geil aus, aber wie gesagt, man kann auch andere Bowls verwenden. Da es halt ein Stecksystem ist, man muss halt sagen, auch die Pfeife ist sehr, sehr günstig für den Preis. Hier wurde Holz verwendet, Buchenholz. Ich weiß jetzt nicht, wie Buchenholz, ob Buchenholz teures Holz war. Also glaube nicht. Ich glaube, es war schon relativ günstigeres Holz. Es ist Holz, es ist Edelstahl. Teflon weiß ich überhaupt nicht. Also habe ich gar keine Ahnung, wie Teflon, ob der Preis teuer oder günstig ist. Pfannen gibt es ja relativ günstig, also glaube ich relativ günstig. Aber wie gesagt, Edelstahl, Holz, Steckpfeife. Der hat so alles, was man braucht. So. Sie hat einen Diffuser dran, kannst du an- und abschrauben. Sie hat ein Schliffsystem. Eins, was er nicht hat, ist ein Molarfinger, aber gehört ja auch nicht rauf, meiner Meinung nach. Also wenn du eine Steckpfeife hast, finde ich, da sollte nicht noch ein Molarfinger mit oben drauf. Das wirkt dann irgendwie komisch. Dann geht es so Richtung Tradi, aber auch irgendwie nicht. Vom Preislichen her liegt sie bei 100 Euro. Mit Schlauch, Mundstück, Zange, Kopf und Sieb. Und die Pfeife halt. Liegt sie bei 100 Euro. Kein verkehrter Preis, muss ich sagen. Sie ist auch derzeit im Angebot auf der Kaya-Seite. Wie gesagt, ich kann sie leider nicht verlinken, die Seite. Für 79,92. Also 80 Euro. Und im Endeffekt fehlt einem nur der Kaminaufsatz. Warum ist da eigentlich kein Kaminaufsatz dazu? Das weiß ich auch nicht. Also für 80 Euro. Günstige Pfeife, sag ich mal. Günstige Pfeife. Von der Verarbeitung geht es auf jeden Fall in Ordnung, muss ich sagen. Ist jetzt nicht die krasseste Verarbeitung, aber ist okay. Also habe jetzt keine Mängel gefunden. Außer wie gesagt, das an der Bowl, so dieses, dass das halt auf den ersten Blick jetzt halt nicht so geil aussieht. Aber man kann sich dran gewöhnen. Ja. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schickt links nach dem Schrauben, sonst beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Und noch eine Sache, wann die Slice kommt und wann ich die vorstelle, weiß ich noch nicht. Es liegt daran, die ist derzeit bei Kaya wohl ausverkauft. Deshalb. Deswegen mache ich kein Video, weil es würde sich jetzt nicht lohnen, ein Video drüber zu machen. Weil die ausverkauft ist. Ja, gut. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, schickt links nach dem Schrauben, sonst beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche euch noch. Thank you.